Also ich denke viel und auch gerne an die Zeit zurück. Es war eine intensive Zeit, Studium, Job, Familie. Da braucht es auch ein gewisses Verständnis im privaten und beruflichen Umfeld. Und besonders gut in Erinnerung sind mir sicher Kontakt mit den Mitstudenten, der Austausch, wie funktioniert es in anderen Unternehmungen, wie funktionieren andere Führungskräfte und wie tun auch andere Führungsleute mich als Person wahrnehmen. Im 2006 habe ich die MBA abgeschlossen hier in Luzern und für diesen Kurs habe ich mich entschieden, nach eigentlich einigen Abklärungen, also ich bin ja Zürich sehr genau angeschaut, St. Gallen, und habe mich dann eigentlich für diesen Kurs entschieden, weil ich eigentlich gesehen habe, dass hier das Lokale, das Nationale und Internationale beinhaltet ist. Und das ist eigentlich das, was ich gesucht habe. Als direkt vom Schweizerhof Luzern habe ich auch das lokale Netzwerk geniessen und habe dort eigentlich das bekommen. Ja, das sind sicher die, ich sage jetzt mal, die Gruppenarbeiten, die auf der einen Seite sehr aufwendig sind, auf der anderen Seite auch wahnsinnig interessant. Also jetzt beispielsweise Managementberatung, wo man wirklich in einem anderen Unternehmen kann beratend tätig sein, wo es verschiedene Meinungen von verschiedenen Klassenkameraden zu berücksichtigen gibt, um am Schluss dann ein gutes Resultat miteinander zu erarbeiten. Besonders nützlich, ich denke, generell kann man sagen, man kriegt etwas, man hat das dann im Bauch oder im Kopf und kann dann mit dem arbeiten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ja gut, der Ort oder das ist gut gewesen. Spontan jetzt vielleicht die ganze Storytelling-Geschichte hat mich sehr imponiert. Wir hatten einen sehr guten Referent gehabt und das hat mir eigentlich dann auch sehr viel geholfen bei der Umsetzung von dem Konzept, das wir jetzt gerade hier im Hotel Schweizerhof Luzern umgesetzt haben. Wir haben in jedem Zimmer oder jedes Zimmer in einer Persönlichkeit gewidmet, wie zum Beispiel das Zimmer hier gehört Neil Armstrong. Er hat effektiv hier geschlafen und das Zimmer erzählt die Geschichte, wie er hier gelebt hat. Und da habe ich doch immer wieder Energie gebraucht, Konzept gebraucht, um auch die Familie Hauser oder mein Umfeld, meine Mitkader zu überzeugen. Und ich denke doch, dort hat mich das sicher unterstützt. Ich habe sicher eigentlich können gelernt, Komplexität oder der Umgang mit der Komplexität der Unternehmung. Das heisst, das ganze Umfeld, das hier dazu spielt, dann die Strategie, die Organisation der Unternehmung und der persönliche Aspekt von Führungsleuten und Mitarbeitenden. Und das Zweite ist sicher meine persönliche Entwicklung, eben mit anderen Leuten sich über Führungsthemen auszutauschen, zu spüren, wie andere Leute einem oder die eigenen Führungsgrundsätze wahrgenommen werden. Das kann ich heute in meiner Funktion wirklich auch effektiv einsetzen.